und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, das ist wirklich eine sehr komische Perspektive, wie ich dieses Video jetzt anfange. Aber das liegt daran, dass ich gerade mit meiner Schwester auf dem Weg zum Tätowierer bin, weil wir uns heute das Tattoo stechen lassen. Und wundert euch bitte nicht wegen diesem hellen Fleckchen in der Mitte. Es liegt daran, dass auf meiner Kamerafolie ein Riss ist. Und deswegen sieht das halt so aus. Ich musste meine Folie mal erneuern, aber mal ja die Zeit zu. Ja, auf jeden Fall sind wir gerade auf dem Weg zum Tätowierer und ich habe einfach mal gedacht, ich nehme euch da einfach mal mit und dass wir das filmen und ja, genau, bis später. So, wir sind jetzt gleich da und das da, was ihr seht, das ist unser Tattoo-Studio. Da gehen wir jetzt gleich rein und ich will... Bist du aufgeregt? Ja. Ja, ich auch. Ich wollte euch einfach nur Bescheid sagen, dass wir jetzt gerade wieder auf dem Nachhauseweg sind und wir uns gleich in meinem Zimmer wiedersehen. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und wir werden jetzt die ganzen Fragen beantworten, die unter dem Bild gestellt worden sind zu dem Tattoo. Und da muss ich erstmal Instagram öffnen. Die erste Frage ist von Wabohem0821 und die lautet, wie viel kostet sowas? Also die Stelle, die wir uns jetzt gemacht haben und bei dem Tätowierer kostet... 80 Euro! Richtig. Pro Tattoo. Genau, also wir haben jetzt für die Stelle und für die Größe und für das, was wir gemacht haben, 80 Euro bezahlt. Und wenn man nochmal nachstechen will oder irgendwas mit dem Tattoo ist, dann ist das immer kostenlos. Also wenn bei dem jetzt, Tätowierer. Genau. Wenn jetzt zum Beispiel uns das irgendwie in der Woche zu dünn ist, das eine hier, das I oder so, dann... dann sticht ihr uns das nochmal kostenlos nach. Genau. Nicole-090416- fragt, wie lange dauert euer Tattoo? Also insgesamt von der ganzen Besprechung hatten wir erst einen Beratungstermin und dann das ganze Tattoo-Gespräch und alles drum und dran hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Das Tattoo-Stechen an sich würde ich sagen so 20 Minuten. Ja, so. 20 Minuten, eine halbe Stunde so ungefähr. Ja. Also es war wirklich nicht lange. Also es kam einem halt einfach nur länger vor, weil man da die ganze Zeit liegt, aber... als ich dann bei ihr geguckt habe, habe ich gesehen, das war ja gar nicht so lange, aber als ich halt gelegen habe, kam mir das halt mega lange vor. Aber ich habe dann selber auf die Uhr geguckt und es waren schon so 20, 30 ja. Minuten, also ja, das wirklich nicht lange. Die nächste Frage ist von Alexandra-DH15 und sie fragt, wie doll tut es weh? Also ich glaube, wir haben ein bisschen unterschiedliches Schmerzempfinden gehabt. Ja. Du kannst ja erstmal, du warst dazu ja, genau. Kannst erstmal erzählen. Also ich denke mal dass es anstelle vom Körper immer unterschiedlich ist und dass es vom Art Mensch, wie jetzt bei uns beiden, immer unterschiedlich ist. Mhm. Es kann sein, dass es ihr mehr doll wehtat als mir oder andersrum. Aber mir tat es schon echt sehr weh, also bei manchen Stellen muss ich sagen, wo ich mich dann halt ja auch selber gekratzt habe, also beziehungsweise die ganze Zeit so gekniffen habe, dass es halt irgendwie vom Schmerz ablenkt, wo dann auch der Tätowierer und meine Schwester schon so meinten, so, was machst denn du da? So, weil ich halt wirklich schon extrem so eine Kneifspuren in meinem Arm hatte und man kann den Schmerz eigentlich gar nicht so richtig beschreiben, das ist halt irgendwie wie... Also es tut am Anfang, wenn er das erste macht, tut's mega doll weh. Und dann irgendwann gewöhnt man sich so langsam an den Schmerz und man zuckt aber trotzdem so ein bisschen so zurück. Und da muss man halt mega aufpassen, weil bei dem, was wir haben, musste man halt mega aufpassen, sonst verschmiert es oder was weiß ich nicht. Und das ist halt ein Tattoo, das bleibt für immer. Und wie war es bei dir? Er hat immer so kurze Pausen gemacht, in denen wir dann kurz atmen konnten. Da mussten wir halt die Luft anhalten, weil der Brustkorb sich halt so mitbewegt. Aber ansonsten vom Schmerz her, also dadurch, dass Venna zuerst dran war, hat sie halt die ganze Zeit so... hat sie so ihr Gesicht die ganze Zeit verzogen, sich halt so gekniffen und dadurch hatte ich halt Angst, dass es so richtig, richtig doll weh tut. Und ich habe ja schon ein Tattoo, wer mir Instagram folgt, der weiß das. Ich habe ja schon ein Tattoo und deswegen kannte ich den Schmerz schon. Aber der Tätowierer meinte halt am Anfang schon zu uns so, ja, da habt ihr euch die schmerzhafteste Stelle ausgesucht am Körper. Und deswegen hatte ich halt irgendwie mega doll Angst, dass es richtig, richtig doll weh tut. Und als er dann angesetzt hat, dachte ich mir so, oh, geht eigentlich voll. Und dann kamen so nach und nach immer Stellen, die wirklich so, sorry für den Ausdruck, aber scheiße doll wehgetan haben. Und das Problem... Ja, aber
Also wenn er nicht hat, dann habe ich dann schon gleich den nächsten Termin da gemacht, weil ja. Das Tattoo-Studio ist echt... Aber ich habe auch gesagt, dass es halt gut ist, dass wenn ich mir jetzt eine schmerzhafte Stelle ausgesucht habe und mir ein weiteres Tattoo stechen lassen will, weil und die Stelle vielleicht nicht so schmerzhaft ist, finde ich es gut, dass ich da wenigstens einen Vergleich habe. Okay, so schlimm wie das kann es nicht mehr werden. Also. Ja. Aber was er halt auch gesagt hat, ist für Mädchen, die Mädchen, er meinte, Mädchen suchen sich immer die schmerzhafteste Stelle raus und er meinte, eine auch mit schmerzhafteste Stelle ist die hier, also am Handgelenk und halt am Fuß. Und da kann ich es mir halt wirklich vorstellen, weil hier ist ja auch die Pulsader und so, aber da sieht man es, glaube ich, wenigstens, da kann man sich ein bisschen drauf einstellen, aber... Das ist halt je nach Tattoo und je nach Menschheit unterschiedlich. Also wieder von Nicole-09016- Sie fragt, fiel es euch schwer, sich für ein Tattoo zu entscheiden? Ja, also das war auf jeden Fall lange geplant, dass wir ein Geschwister-Tattoo haben wollten. Wir wussten halt immer nicht was. Irgendwann haben wir uns dann, ich glaube, im Urlaub oder so für die Stelle entschieden und meinen, ja, wir wollen das hier haben. Genau, also wir haben für alle, also wir haben es ja noch nicht gesagt, aber unser Tattoo ist halt hier genau unter der Rippe, beziehungsweise unter der Brust auf den Rippen. Und nochmal zum Schmerz, das ist halt wirklich mega eine schmerzhafte Stelle, weil es halt direkt auf den Rippen ist. Also ja, naja, auf jeden Fall, genau, dann fiel es uns halt schon ein bisschen schwerer, dann draus, also uns zu entscheiden, was es dann werden soll. Wir wussten, es soll ein Schriftzug werden und wir wussten, es soll nicht irgend so Mainstream-Kack werden, sondern es soll was sein, was mit uns zu tun was hat. Was uns halt auch verbindet. Was uns verbindet und was auch irgendwo eine Erinnerung bei uns hervorruft. Und dann gibt es so ein ganz bestimmtes Lied, das kennen bestimmt ganz viele und das hat uns halt mega so an unsere Kindheit erinnert und das, wir wissen auch, dass wir das immer früher bei unserem Papa im Transporter gehört haben, wenn er uns abgeholt hat zu den Papa-Wochenenden. Dann haben wir das Lied halt gehört und dann meinte ich zu Wenna, Wenna, das ist es. Und dann hat sie gleich angefangen zu heulen und dann meinten wir so, okay, ja, das scheint wohl das Tattoo zu sein, was es dann wird. Und der Text ist halt, also das Lied ist halt, heißt, von, also ist von The Calling und heißt Wherever You Will Go. Und wir haben jetzt halt eine Textstelle aus dem Lied genommen, die halt ist, I will go wherever you will go. Und wir fanden es halt irgendwie, das verbindet uns sehr, das erinnert uns so an unseren Vater. Das heißt, es hat eigentlich so eine Bedeutung, die aber nochmal so abweicht. Also bedeutet, also hat eine bestimmte Bedeutung für uns, aber erinnert uns trotzdem noch so an unseren Vater. Also so, wisst ihr, was ich meine? Und ja, aber wir hatten auch noch eigentlich eine andere Idee. Also wir konnten uns erst am Anfang nicht entscheiden, weil ich fand die Idee eigentlich noch ganz cool, von dem jeweils anderen das Seitenprofil zu haben. Also das Linie. Genau, dass quasi jeder das Seitenprofil abzeichnet. Also sie hat meins und ich habe ihrs. Das fand ich eigentlich auch noch ganz cool, aber dann dachten wir uns so, ja nee, dann müssen wir halt immer so erklären, was eigentlich diese ganzen Linien da sind. Ja. Und keine Ahnung, aber vielleicht lasse ich mir das irgendwann anders irgendwo an irgendeiner Stelle mal stechen, weil ich die Idee eigentlich ganz süß finde und das halt irgendwie auch noch so was Einzigartiges ist, finde ich. Und ja, genau, also eigentlich konnten wir uns relativ leicht für ein Motiv. Dann geht es ja noch um die Schriftart, das fand ich war so ein bisschen so mit das Schwierigste. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann waren wir beim Beratungstermin und haben so 5 Schriftarten schön gefunden und haben dann zu Hause alle nochmal gegoogelt und dann dachten wir uns so, also, nee, irgendwie gefällt uns gar keine mehr. Wirklich, uns hat gar keine davon gefallen. Nee. Wir dachten so, was war in dem Laden los, dass uns diese Schriftart gefallen hat. Aber man muss aber dazu sagen, wir haben sie dann halt nur die Schriftart gegoogelt, wir haben nicht den Text eingegeben. Ja genau, und das war halt der Fehler, weil A, B, C, D sieht ja immer anders, also so wird ja immer eine Schriftart vorgezeigt und das sieht immer anders aus als das, was man eigentlich haben will. Genau. Und genau. Ja, und dann haben wir bei Pinterest ein bisschen geguckt und haben uns dann da wieder für eine Schriftart entschieden. Dann sind wir in den Laden gegangen gestern und dann haben wir ihm halt die Schriftart gezeigt. Er meinte, ja, die habe ich. Und dann wollte er uns so eine Seite zeigen, wo man alle Schriftarten sieht. Ganz kurz, weil sie gesagt hat, gestern, wir drehen das Video einen Tag später, weil gestern war noch zu viel los und deswegen, aber ich schneide es halt so zusammen, dass es für euch quasi ein Tag ist. genau, und dann wollte er uns so eine Seite zeigen, wo er meinte, wenn ihr nochmal einen Schriftzug wollt, dann geht gleich auf die Seite und dann hat er uns so eine Beispielschriftart gezeigt und wir so, ja, die ist es, die ist richtig geil. Hier wollten wir eigentlich haben, diese Schriftart. Und dann war es aber so ein kleiner Fail, weil dann, genau, und dann hat er das halt ausgedruckt und dann meinte ich, damit Ben auch die ganze Zeit gesagt hat, oh, sei nicht so anstrengend, aber dann meinte ich, ich möchte die allererste Schriftart nochmal sehen, die wir hatten, für die wir uns am ganzen Anfang entschieden haben, weil die ist mir irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen.
Und dann hat er die ausgedrückt und dann fand ich die ganze Zeit die, die wir als erstes hatten, schön. Und Wenner fand die am schönsten. Und dann meinte er auch so, ja, ihr könnt ja auch einfach unterschiedliche Schnitte nehmen. Aber das fanden wir halt irgendwie blöd, weil wir wollten es halt ein Schwestern-Tattoo haben. Also, dass es wirklich haargenau identisch ist. Also die gleiche Schrift, den gleichen Text und die gleiche quasi Stelle. Die gleiche Stelle, genau. Und dann habe ich gesagt, naja gut, ich habe ihr das jetzt zum Geburtstag geschenkt, dann nehmen wir die Schriftart hier, die sie am schönsten fand, also die wir ausgedruckt hatten. So, dann hat er aber trotzdem beides ausgedruckt. So, und dann war Wenner zuerst dran, hat er ihr das raufgeklebt, wollte gerade so anfangen, also war auch mega gut der Tattoo. Also man muss sagen, also für die, die noch kein Tattoo-Gesicht gestochen haben, also ich denke mal, weil meine Zuschauer sind eh immer, also sind eh jünger, es ist halt so, man druckt es spiegelverkehrt auf so eine Art Butterbrotpapier ist es, glaube ich, ja, oder? Ja. Und dann wird es halt draufgeklebt, also gibt es so eine Creme, die macht er halt, also erst rasiert er dir die Stelle, wo dass da keine Haare sind, dann macht er da Desinfektionsmittel oder was das war rauf, dann macht er so eine Creme rauf, dann drückt er dieses Papier ran und dann zieht er das ganz vorsichtig ab und das muss dann, wenn euch die Stelle gefällt und so wie es ist, muss es 15 bis 20 Minuten erstmal einwirken, also dass das drauf bleibt quasi und du musst immer musst halt die ganze Zeit so stehen, weil wenn du mit dem Arm rankommst, das ganze Prozedere wieder von vorne anfangen müssen. Ja, wir standen halt dann genau. So mit T-Shirt so im BH gesteckt und dann standen wir da so die ganze Zeit. Ja, genau. Genau, auf jeden Fall, dann war Wenner zuerst dran und dann war das ja so ein anderes I, also das ist so ein I. Genau. Und dann meinte ich so, das I ist ja jetzt doch irgendwie anders. Weil sie wollte die ganze Zeit, wenn die Schriftart wäre, wollte sie, dass das I schöner ist. Also so richtig ja, nicht so rund nur so ein Strich. Genau. Und dann meinte er so, ja, das habe ich ja jetzt extra so gemacht. Ich so, ja, aber das L sieht doch auch ganz anders aus. Und da hatten wir uns das schon 20 Minuten schon gewartet, bis es eingewirkt ist. Und hatten schon mehrmals so probiert, und dass ich es lag uns schon, gefällt. Und ich lag schon auf der Liege, also war schon quasi bereit zum Stechen. Und er so, wartet mal kurz. Dann ist er nach vorne gegangen. Ich so, das ist nicht unsere Schrift, die wir wollten. Er so, warte mal kurz. Und dann ist er nach vorne gegangen. Er so, ja, stimmt. Er tat mir auch mega. Ja, ihm war das auch richtig unangenehm, ja. Glaube ich. Aber wir fanden es nicht schlimm, weil wir haben uns dann irgendwie schon so dran gewöhnt, dass es dann und das dann ist. Und ich habe mich, das war dann die wir als allererstes schön fanden. Und ich habe mich dann ein bisschen gefreut, weil die wollte ich ja eigentlich die ganze Zeit hauen. Als wenn er dann meinte, nee, die will ich jetzt auch, an die habe ich mich jetzt gewöhnt. Das ist jetzt meine Schrift, die will ich haben. Und waren wir beide irgendwie so voll glücklich. Und ich war richtig glücklich, dass wir doch die Schrift dann nehmen. Und dann war er auch, ihm war das dann halt ein bisschen unangenehm, weil sein Kollege hat halt uns ein falsches Papier ausgedruckt. Aber es war dann letztendlich auch schlimm und das ist ja auch vorher nicht aufgefallen. Erst so, als ich mir so das I angeguckt habe und das L, dachte ich mir, das ist ja jetzt doch ganz schön schnörkelig. Und dann hatten wir auch das nochmal als normales Papier, dann habe ich darauf geguckt, dachte mir so, nee, das ist ja die gleiche, also das ist ja die, die wir wollten. Und dann habe ich das Papier gefunden, dachte mir so, oh nee, das ist doch gar nicht die. Naja, aber auf jeden Fall haben wir eigentlich eine andere Schrift, die wir eigentlich wollten, aber die wir trotzdem schön finden. Ich wollte die ja die ganze Zeit, ich fand die ja schöner. Also ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, dass ich jetzt die Schrift abhabe, weil die finde ich halt auch wirklich schön. Ja, die hatten, und das war auch, man muss auch dazu sagen, das war ja die Schrift, die wir als allererstes richtig schön gefunden haben, wo wir gesagt haben, die ist es. Ja. Und ich glaube, wenn das Bauchgefühl so sagt, nee, das ist die Schrift, dann war es irgendwie, sollte es so sein, dass wir die nehmen, glaube ich. Weil, genau. Ja, die war richtig cool. So, die nächste Frage ist von Jenny.hms. Glaubt ihr, nach 5 bis 10 Jahren wird es euch immer noch gefallen? Ja. Ja, das denke ich auch, weil es halt so ein Schwestern-Tattoo ist. Halt es hat halt eine besondere Bedeutung. Ja. Es ist halt nicht irgendwie nur so eine Blume oder so eine Rose oder so ein Mainstream-Tattoo, sondern für uns hat es ja wirklich eine Bedeutung. Und da wir das Tattoo sehen und wissen, es hat eine Bedeutung, ist es halt, werde ich mir das, glaube ich, nie übergucken. Nee, auch die Stelle ist einfach mega schön und es sieht einfach harmonisch aus so zum Körper. Es ist nicht so ein Bild oder so, was man sich so überguckt. Und noch dazu kommt ja, dass es ja auch ein bisschen unter der Brust ist und du siehst es, wenn du nicht in den Spiegel guckst, siehst du es ja nicht. Also ich sehe es schon, wenn ich in den Spiegel gucke. Also sie hat es auch ein ganz kleines bisschen weiter oben als ich. Ja. Also ich fand es nicht so schön, weil bei mir wäre das Go dann halt direkt unter der Brust und ich meinte so, ja nee, später, wenn ich dann so Hängetitten habe, sieht man das Go nicht mehr und deswegen wollte ich es ein bisschen weiter nach unten haben. Aber ich finde ihre Stelle mega schön, ich finde meine Stelle mega schön. Also ist egal, ob es jetzt ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten ist, also von daher. Genau. SXRINX- fragt, wie seid ihr auf euren jetzigen Tätowierer gekommen, bei dem ihr euch das Tattoo jetzt machen lassen werdet? Bei meinem letzten Job, da habe ich mit einer Kollegin zusammengearbeitet und die hat sich ein Tattoo stechen lassen. Und ich fand, die hat auch Zahlen in dem Tattoo gehabt und ich wollte unbedingt
was ganz, ganz Filigranes haben. Und dann meinte ich so, ja, das sieht mega gut gestochen aus, wo sie das hat machen lassen. Und dann hat sie mir ihren Tattoo-Stempel, also ihre Terminkarte gegeben. Dann habe ich da halt angerufen. Und dann meinten die so, ja, könnt ihr vorbeikommen. Und dann habe ich das Svenna zum Geburtstag geschenkt. Dann habe ich da angemeint, also ja, Schriftart, das seid ihr bei mir genau richtig. Und dann haben wir uns da den Beratungstermin geholt, sind da hingegangen. Und dann meinten wir so, ja, das gefällt uns auf jeden Fall mega gut. Also durch Weiterempfehlungen sind wir da hingekommen. Und ich habe die drei Freundinnen empfohlen, weil die sind wirklich, das sind so drei Leute und die sind wirklich... Ja, die sind top. Die Atmosphäre da ist richtig nett. Cool. Die erklären euch alles ganz genau. Selbst während der Tätowierung, könnt ihr die ganze Zeit Fragen stellen. Er meint auch extra, wenn ihr Fragen habt, dann fragt ruhig. Also ihr müsst euch da nicht zurückhalten. Er hat sich richtig Zeit genommen. Auch immer während er tätowiert hat, dann hat er auch kurz eine Pause gemacht, mit uns geredet. Hat uns Sachen erklärt. Genau, hat so seine Tattoo-Maschine auseinandergenommen, um uns zu zeigen, wie das funktioniert. Hat uns erklärt, wie der Unterschied ist mit den Nadeln. Also wir haben jetzt... Ich schreibe euch mal unser Tattoo-Laden hier hin und die Instagram-Seite. Auch Cover-Ups und so machen die. Mal hin, genau. Genau, die waren richtig, richtig gut, nehmen sich richtig Zeit. Wenn man irgendeine Frage hat, kann man auch immer anrufen. Wie gesagt, man kann kostenlos zum Nachstechen kommen. Genau. Also wir wollen auf jeden Fall nochmal hin. Genau, das ist nämlich noch, sie hat nämlich noch weitergeschrieben. Und möchtest du, beziehungsweise du und deine Schwester, noch weitere Tattoos haben? Wenn ja, was für welche? Also wenn, möchte ich auf jeden Fall wieder in diesen Laden, weil ich habe mich, glaube ich, mega verliebt in diesen Laden, weil wirklich, ich fand den so nett und wirklich, es hat ihn auch überhaupt nicht gestört, dass wir so tausendmal unsere Schriftart geändert. Und ja, ich möchte mir auf jeden Fall noch welche stechen lassen, aber was, das verrate ich nicht. Genau. Und ich möchte auch auf jeden Fall noch was haben, aber ich glaube, es ist auch eher das Interesse bei dir, ob du dir noch was stechen lässt. Ja. Und ja. Aber genau. Auch wieder in dem Studio auf jeden Fall. Also das ist echt. Genau, ich verlinke euch auf jeden Fall die Internetseite. Die haben, glaube ich, nur Facebook. Oder haben die auch eine richtige Internetseite? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall verlinke ich euch. Was ich da auch immer finde, verlinke ich euch in der Infobox. Und ja, genau. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir würden uns freuen über einen Daumen hoch. Wenn ihr natürlich mehr Videos mit meiner Schwester sehen wollt, dann... Wir müssen es halt nur noch zeigen. Ja, ich blende es doch ein. Ah, okay. wenn ihr natürlich mehr Videos mit meiner Schwester sehen wollt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!